Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Und zwar geht es heute um den Sweet Dream, wie ihr seht, von Amy Gold. So schaut die OVP aus. Jetzt kommt gleich wieder das Dosenöffnungsproblem. Ah, dieses Mal geht sogar gut. Ja, so schaut der Schnitt aus. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Das Ganze habe ich von Hans zur Verfügung gestellt bekommen. Besten Dank an dich. Ich bin ja eh von dir total verwöhnt worden, was das angeht. Hans hat mir ein richtig großzügiges Paket geschickt. Vielen lieben Dank an dich nochmal. Ja, Sweet Dreams. Ihr habt ja schon gesehen, da sind so Cocktailgläser drauf. So ein bisschen riecht er auch. Hat so eine sehr fruchtig-blumige Note. Durchaus lecker, sehr süß. So ein bisschen Ananas erkenne ich irgendwie. So ein bisschen beeremäßigem, also so eine Erdbeere oder sowas. Das ist so das, was so ein bisschen raussticht, sage ich mal. Sehr feucht, durchaus guter Schnitt. Regt zum Rauchen durchaus an, aber er ist sehr süß. Also schmeckt durchaus lecker, aber er ist schon sehr süß. Das muss man wirklich sagen. Hab das Ganze jetzt im Hot Shot RT mit dem Amy Hot Screen Aufsatz. Rauch geht absolut in Ordnung. Schmeckt auch lecker. Aber was ich bei Amy Gold ja schon immer ein bisschen kritisiert habe, ist, dass der relativ zügig seinen Flavor gerne mal verliert. Und bei dem ist das nicht anders. Also, der verliert gerne mal so nach einer halben Stunde einfach echt so ein richtig ein, zwei Stufen an Intensität, was ich für so einen Premium-Tabak in der Preisklasse einfach nicht in Ordnung finde. Der muss einfach länger durchhalten. Das kann nicht sein, dass der nach einer halben Stunde so abbaut. Ich rauche jetzt ungefähr so 20 Minuten und ich merke schon, wie es langsam so ein bisschen bergab geht. Schmeckt zwar lecker, schmeckt sehr fruchtig, sehr süß, auch wie er riecht wirklich eins zu eins. Hat ein intensives Aroma, raucht sehr gut, aber baut mir ein bisschen zu schnell ab. Dafür gibt es natürlich Minuspunkte, das kann nicht sein. Preis-Leistung, muss ich auch gestehen, ist mir der Tabak für 200 Gramm, glaube ich, 24,80 oder sowas kostet da eine Packung. Das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Das finde ich ziemlich teuer für das, was es dann am Ende effektiv leistet. Bisschen eine müde Nummer. Da gibt es auch nochmal Abzug. Deswegen, ja, wird er nicht ganz so gut abschneiden. Er raucht aber ganz ordentlich, also das muss man ihm lassen. Und er ist so süß, dass ich im Sommer, als ich den das erste Mal probiert habe bei meinen Eltern, ich hatte ein Fenster offen von dreien und saß so drei, vier Meter vom Fenster weg und hatte plötzlich sechs Bienen beziehungsweise Wespen bei mir im Zimmer. Der ist so süß, das knallt. Also wer süße Tabak, Cocktail-Tabak-Flavors nicht mag, sollte die Finger da davon lassen. Wer sowas mag, ist hier sehr gut beraten, das mal auszuprobieren. Fazit: von 15 möglichen Punkten kriegt der Tabak 10. Er schmeckt lecker, er schmeckt gut, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Da muss ein bisschen mehr ja, kommen vom Tabak. Auch von der Qualität her im Langzeittest ist mir das ist nicht gut genug für einen Tabak, der 25 Euro für 200 Gramm kostet. Ganz einfach. So, ich will es auch gar nicht länger in die Länge ziehen. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Review und sage bis bald und ciao.